Gelesen habe, beziehungsweise gerade gesehen habe, war ich wieder etwas bei Action Shoppen. Ja, ich habe ein bisschen live gefilmt, leider war so viel los im Action, dass ich dann irgendwann aufhören musste. Ihr könnt mir einfach mal sagen, ob ihr das ganz gut findet, ob ich das nochmal machen sollte, vielleicht auch mal ein ganzes Video. Ja, gebt mir einfach mal einen Kommentar dazu ab, würde ich mich echt drüber freuen. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach meine Shopping-Ausbeute und wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Es ist eine große Tüte voll geworden. Fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Und zwar dieses schöne Fotoalbum musste mit. Ihr wisst ja, ich stehe total auf Roségold. Und das ist weiß und hat eben so roségoldene Elemente drauf. Und ja, das fand ich sehr, sehr schön. Hat nur 1,99 € gekostet, deswegen musste es unbedingt mit. Dann, ja, ganz unspektakulär für die Toilette, so ein Toilettenhänger habe ich mitgenommen. Die waren, glaube ich, sogar im Angebot. Dann, ja, wie immer musste einmal das hier mit und das Blaue, das hatten sie beide. Dann habe ich gleich ja, bei beiden zugeschlagen, aber auch gleich die andere Variante mitgenommen. Ihr wisst ja, die liebe ich über alles. Dann geht es weiter mit einer Duftkerze und zwar diese hier von Airwick musste mit. Ihr wisst ja, die mag ich sehr gerne. Und ja, habe ich mal hier frische Wäsche mitgenommen. Ja, da haben sie immer verschiedene, kosten nur 1,90 €. Deswegen nehme ich die immer sehr, sehr gerne mit, weil die einen richtig intensiven Duft haben. Und ihr wisst ja, das mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich mir mitgenommen das hier von L'Vital, das Fibrology Doppel Elixier. Ja, das hat so zwei Phasen, wo man dann schüttelt und dann sieht das Ganze so aus. Das hatte ich schon mal und fand das sehr gut. Und ja, deswegen dachte ich mir, nehme ich mir das nochmal mit. War auch wieder super günstig. Dann habe ich mir mitgenommen das hier. Das fand ich auch ganz interessant. Und zwar von Gliscor Hair Repair, Summer Repair. Ja, genau. Fand ich echt interessant. Und ich bin mal gespannt, wie es riecht. Wir können ja einfach mal schnell den Schnuppertest machen. Mit Maske ist im Laden immer ein bisschen blöd, ne? Ja, das riecht so richtig nach Sommer, so nach After Sun oder nach Sonnencreme. Ja, also da freue ich mich auch drauf, das zu benutzen. Da war mein Freund dabei, dann haben wir wieder unsere liebste Yummy-Soße mitgenommen. ja, die mögen wir sehr gerne und unsere andere ist schon wieder fast leer, deswegen haben wir da wieder Nachschub gebraucht. Dann nochmal zum Getränk. Ja, habe ich das hier mitgenommen. Ja, das habt ihr jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, das schmeckt mir sehr, sehr gut. Das ist diese türkisene Variante, das ist die Tropical Variante, sieht man das? Ja, genau, hier, Tropical. Ja, und es schmeckt sehr, sehr lecker. Dann habe ich in der Babyabteilung das hier gefunden, und zwar so Baumwollpads. Fand ich ganz interessant zum Abschminken, weil die sind wirklich groß. Also wenn ihr jetzt hier meine Hand seht, die sind echt riesig. Und ein bisschen Struktur drinnen. Ja, die haben mich echt angesprochen und deswegen dachte ich mir, nehme ich die mal mit. Die war noch echt nicht teuer gewesen. Dann habe ich einen neuen Energy Drink gefunden und zwar Wassermelone. Also ihr wisst ja, auf Wassermelone stehe ich total. Und ja, da habe ich mir dann gleich mal zwei Stück mitgenommen. Die waren dann jetzt dann gleich im Kühlschrank und dann bin ich gespannt, wie die so schmecken werden.
Dann geht es weiter mit einem Haarprodukt. Also wie ihr seht, ich habe meine Haare jetzt doch wieder gefärbt. Also das Blonde hat mir einfach nicht gefallen. Und jetzt habe ich mir hier mal die Farbe Rotbraun rausgesucht. Also es schaut eher rötlich aus, muss ich echt sagen. Also mir gefällt es aber ziemlich gut. Ja, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das so findet. Ob euch das Blond besser gefallen hat oder ob euch das besser gefällt. Ja, also damit bin ich jetzt wieder ziemlich happy. Ja, ich mag einfach das Dunkle an mir lieber, auch wenn viele sagen, ah, das Blonde ist schöner. Nein, ich stehe auf das Dunkle und deswegen, ja, bleibt es jetzt auch erstmal so. Vielleicht gehe ich auch mal wieder auf Dunkelbraun. Mal gucken, jetzt im Moment mag ich die Farbe ganz gerne. Genau, dann habe ich mir hier nochmal ein Haarprodukt mitgenommen. Ja, ich liebe Türkis, ich liebe Roségold und deswegen ist es natürlich die perfekte Kombi. Das hier ist ein Shampoo. Und zwar mit Kokosnussöl. Wir können mal dran schnuppern, wie das so riecht. Oh, das riecht richtig, richtig gut. So richtig tropisch, fruchtig. Und ja, deswegen musste das hier mit. Dann habe ich hier nochmal ein Haarprodukt. Ja, irgendwie gestern war ich einkaufen, im Action ein bisschen auf Haarprodukte. Und zwar habe ich das hier gefunden von Gliss Kur, ein Hair Repair Spray. Ja, neu steht drauf. Also ich habe jetzt dieses Weiße auch noch nicht gekannt. Wir können auch mal zusammen dran schnuppern, wenn ich es aufkriegen sollte. Schauen wir mal. Also das riecht richtig gut. Also da freue ich mich drauf, das zu benutzen. Das riecht richtig, richtig gut. So sieht es aus. Genau, und was kommt noch aus meiner Tüte raus? Duftkerzen habe ich mitgenommen. Die hier, diese Kürbis, die mag ich super gerne. Sweet Pumpkin, die habe ich mir die letzten Jahre schon oft gekauft. Ich habe die schon öfters in der Herbstzeit bei mir gesehen und die habe ich jetzt wieder gesehen. Deswegen dachte ich mir, für den Herbst perfekt, nehme ich mir gleich wieder mit. Dann habe ich mir diese Perlen mitgenommen. Die fülle ich mir immer ganz gerne in ein Gefäß, wo man es dann nicht sieht oder so. Und die riechen ganz gut. Also die hier riechen halt nach Pfirsich. Also den Geruch mag ich sehr, sehr gerne. Ja, die riechen so richtig nach Eistee. Und ja, die tue ich mir mal ganz gerne in ein Gefäß füllen und dann riecht der Raum danach. Also die mag ich ganz gerne. Die werden dann irgendwann immer kleiner, trockener und dann kann man sie wegwerfen. Und die sind super günstig im Action. Deswegen ja, nehme ich die mir ganz gerne mal mit. Dann habe ich hier eine neue Kerze gefunden, auch wieder Roségold. Das hat natürlich sofort bei mir angeschlagen. Ja, und ist auch eine Duftkerze, die riecht so, ja, wie soll ich sagen, so wie ist grüner Tee oder so. Keine Ahnung. Steht nichts drauf, nach was die riecht, aber die riecht wirklich lecker. Ja, deswegen habe ich mir die mitgenommen und hübsche sie ab. Und dann kommen wir schon zu den letzten zwei Produkten. Ja, die haben wir das Regal aufgefüllt. Hier von meinem Lieblingsduschgel von diesem BB, Rhabarber. Ich liebe dieses Duschgel und es war ja überall, also es gab es einfach nirgends mehr, weil das eine Limited Edition war. Und ja, die gibt es jetzt eben beim Action und wenn die da sind, nehme ich mir eigentlich immer zwei mit. Also, das ist für mich das allerbeste Duschgel auf der ganzen Welt und ich liebe diesen Duft, es ist so erfrischend in der Früh und macht mich wach und glücklich und happy. Und ja, deswegen habe ich mir die wieder mitgenommen. So, meine Hübschen, das war es gewesen. Ein kleiner, aber feiner Haul mit einem kleinen Live-Intro. Und ja, wie gesagt, vergesst nicht mehr in die Kommentare zu schreiben, wie ihr das so findet. Auch wie ihr meine neue Haarfarbe findet. Welche Haarfarbe das genau ist, seht ihr dann im Aufgebraucht-Video, wo ich die Packung natürlich wie immer aufgehoben. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ich hab euch lieb. Tschüss!